Verwandle dein Hähnchen mit dieser fantastischen Sauce. Wir beginnen damit, etwa 400 Gramm Hähnchenbrust in Würfel zu schneiden. Diese Größe ist ideal. In einer Pfanne etwas Olivenöl erhitzen und das Hähnchen darin anbraten. Würze nach Geschmack mit Salz, schwarzem Pfeffer, Paprika und Kräutermischung. Jetzt gut umrühren, bis alles gut bedeckt ist. Wenn es etwa so aussieht, nimm es heraus und stelle es beiseite. Dann eine Zwiebel hacken. Etwas mehr Olivenöl in die Pfanne geben und die Zwiebel darin anbraten. Sobald sie goldbraun ist, drei gehackte Knoblauchzehen hinzufügen und weiter braten. Etwa 70 Gramm gewürfelte rote Paprika dazugeben. Jetzt 400 Gramm Sahne hinzufügen. Umrühren. Salz und schwarzen Pfeffer nach Geschmack anpassen. Nochmals umrühren. 100 Gramm geriebenen Parmesan hinzufügen und umrühren. Jetzt das Hähnchen zurück in die Pfanne geben und vermischen. Ein wenig gehackten Schnittlauch hinzufügen und umrühren. Jetzt einfach servieren. Ein saftiges und geschmackvolles Hähnchen mit dieser fantastischen Sauce, die jede Mahlzeit verwandelt. Wenn dir dieses Rezept gefallen hat, gib uns einen Like und abonniere den Kanal, um keine weiteren leckeren Tipps zu verpassen. Hinterlasse unten einen Kommentar mit deinen Gedanken und Vorschlägen für zukünftige Rezepte. Und bis zum nächsten Mal.